Morgen, schön Sie zu erreichen. Roland Tutti von der Firma FX Spaces dran. Wie geht es Ihnen erstmal? Ah, es ist Montagmorgen, wie soll's einem da gehen, ne? Hoffe, dass ich jetzt nicht störe. Ich wollte sehr gerne einige Informationen bezüglich Online-Trading, Wertpapierhandel. Störe ich Sie gerade? Können wir kurz drüber unterhalten? Ja, ich gehe kurz in mein Separé, dass uns niemand hört, aber das ist ja vertraulich bestimmt, nicht wahr? Also, der Kunde ist am Ruf, es geht um Online... Der Kunde? Bitte? Was haben Sie gesagt? Oi weh, Sie haben sehr schlechtes Telefonleitung. Wie gesagt, Online-Trading in die Börse zu investieren. Ja, haben Sie gemacht? Hat funktioniert? Haben Sie überhaupt Erfahrung in dieser Fonds? Ich mache dies täglich, seit halben 9 Jahren. Seit einem halben 9 Jahr, das ist sehr gut. Freut mich sehr besonders für Sie. Ich möchte Geld verdienen. Okay. Haben Sie Geld? Was sind Sie bereit, sich zu investieren? Erstmal, um dieses Geld zu profitieren. Nochmal bitte. Was sind Sie bereit zu investieren, um dieses Profit zu generieren? Ah, das kommt darauf an, was Sie mir anbieten können. Also wenn Sie überhaupt ursprünglich mit einem Betrag zwischen 10.000 20.000 Euro, dann ich garantiere einen Profit von 25%, okay? Das klingt sehr gut. Also ungefähr 5.000 Euro Profit monatlich, ne? Gut. Wenn Sie über 100.000 Euro, dann garantiere ich Ihnen 30 bis 35%, ne? Ja. Also 30.000 Euro. Und wenn Sie über 500.000 Euro, dann garantiere ich Ihnen mindestens 50% in einem Monat. Das hört sich sehr, sehr gut an, aber mit 100.000 wollte ich noch nicht direkt anfangen. Ich würde mich erst einmal probieren, gucken, wie funktionieren, und dann können wir das auf jeden Fall machen. Ich arbeite bei guter Firma, ich habe genug Geld, aber ich möchte erst probieren. Okay, was, mit welchem Kapital möchten Sie erstmal anfangen? Oh, 40.000, 50.000. Können Sie mir gute Deal machen für erste Kundschaft? Neukundebonus? Also für 40.000 Euro, ich biete die gleiches Kapital als Unterstützung, als Willkommenbonus. Das ist ein Kapital, das Sie nicht auszahlen lassen können. Ja, das ist klar. Das wäre ja sonst zu einfach. Aber dadurch können Sie höhere Volumen in die Börse generieren. Dadurch steht mein Interesse wegen die Provisionen. Und dadurch bemühe ich mich 200% um eine höhere Rendite als also 25%. Ich kriege Provision von Ihnen? Nein, die Provision kriege ich. Das heißt, für jede Position, die ich überhaupt aufmache, ich kriege einen sogenannten Spread, ne? Ja. Das lebe ich. Aber die Profite, was Sie generieren werden, oder was ich für Sie generieren werde, das ist total was anderes, das hat gar nichts mit meinen Provisionen. Ne? Aber wie viel Provision bekommen Sie? Ich bekomme eine Provision zwischen 0,01 pro Position. Das bedeutet, wenn Sie, ich nehme jetzt ein Beispiel, wenn Sie überhaupt 40.000, 50.000 Euro reinlegen, wenn wir überhaupt mit dieses Kapital handeln. Wo sollen wir was reinlegen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was möchten Sie wo reinlegen? Was möchten Sie hereinlegen? Mich? Ja, genau. Sie möchten mich reinlegen? Nein, nein, also ich meine, ich, wenn Sie überhaupt ein Kapital investieren, bezüglich 40.000, 50.000 Euro, okay? Und wenn überhaupt ich mit dieses Kapital trade und handel, dann meine Provisionen lauten zwischen 2.000, 3.000 Euro. Ach so. Ja, das ist gut, das ist gut, du musst ja auch von was leben. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Grund. Also jeder, ich bin Geschäftsmann. Jeder Mensch braucht Geld. Auf jeden Fall. So, eine Frage hätte ich gerne für Sie. Nutzen Sie, also sind Sie jetzt vor einem PC oder vor Ihrem Rechner überhaupt? Nein, ich bin gerade bei Wohnzimmer. Brauche ich jetzt Computer? Ja, das ist der Grund. Sie brauchen erstens einen PC, sich zu setzen, damit wir erstens ein Konto einrichten oder fertigen. Ah, muss ich mich setzen oder kann ich auch stehen, weil ich habe Dünnschiss. Das ist nicht gut, wenn ich sitze.
Wenn sie überhaupt das nutzen können, das ist gar kein Problem. Ja, weil das wäre nicht unwichtig. Weil der Lederstuhl, das sauber zu machen, dauert so lange. Verstehst du? Ich brauche nur 2, 3 Minuten Zeit, ne? Also, und dann wird alles fertig sein. Ja, wirklich? Auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Du bist ein guter Geschäftsmann, ja? Danke. Das war eine Frage. Okay, ich habe einfach so genannt, dass Sie mir mitgeteilt haben, aber wenn das eine Frage ist, dann auf jeden Fall ja. Ja, aber ich höre, bist du guter Geschäftsmann. Du machst du mir gute Deal, dann werden wir gute Profite machen. Auf Verstehst jeden du? Fall. Finde ich Ja, gut. auf jeden Fall. Shalom, mein Freund. Shalom. Was ist dieses Wort? Das habe ich nicht richtig gekriegt. Shalom, das ist Hebräisch für Frieden. Das ist sowas wie viel Glück. Na gut, das wäre eher Ah, Mazel Tov, aber ist egal. Oi okay. weh. Okay. Ja, ist alles in Ordnung? Ja, das ist alles in Ordnung. So, wann rechnen Sie überhaupt damit? Wie sollen wir überhaupt miteinander verbleiben? Brauchen Sie die Bankdetails? Machen Sie die Überweisung mit Kreditkarte? Oder wie sieht es überhaupt am besten für Sie? Naja, am besten ist, wenn wir jetzt gleich machen, weil ich heute Abend fliege ich mit Flugzeug nach Israel für 3 Monate und dann würde ich gerne vorher machen. Okay, dann das wäre auf jeden Fall eine hervorragende Möglichkeit. So, weh. bitte fertigen Sie Ihren Rechner erstmal an Ich soll den und anfertigen. also einschalten, wenn das ausgeschaltet ist. Ja, und wenn er angeschaltet ist, soll ich ihn ausschalten, ja? Was sollen Sie ausschalten? Den Computer? Nein, nein, Sie machen einfach Ihren Rechner an. Ja. Sobald das angekommen ist, dann verbinden wir zusammen mit Anydesk. Nutzen Sie überhaupt Anydesk? Das kenne ich, ja. Das hatte ich meinem Bruder, meinen Computer reparieren. Okay. Perfekt. Ja. Von wo Sie anrufen, Sie haben so komisches Telefonnummer. Ich melde mich aus Kopenhagen, Dänemark. Kopenhagen, Dänemark, oi weh. Das ist ein schönes Land. Wie geht es Jarl Olafsson, sag mir? Bitte nochmal, das habe ich nicht so richtig Ich habe gekriegt. gefragt, wie es Jarl Olafsson geht. Er ist doch der König von Dänemark. Wirklich, das, also dadurch war ich niemals. Sie sind niemals am königlichen Hof gewesen. Das tut mir sehr leid für Sie. Nein, das tut mir auch sehr leid, aber leider war ich nicht. Ich habe ein bisschen gehört, ne, aber wie Sie ja schon sehen, ich bin sehr, sehr beschäftigt mit dem Arbeiten den ganzen Tag, ne? Und das ist der Grund, Ja. warum ich nicht viel spazieren kann. Und wenn ich überhaupt frei habe, dann fahre ich aus Manchester oder aus London, ne? Weil dadurch steht auch meine Familie. Also die Familie wohnt bei England. Richtig. Meine Aber Mutter heiratet. die Ja, Dänen und stimmt die das? Engländer, die haben ja so eine Geschichte miteinander. Die Dänen haben England ja immer ausgeraubt und überfallen. Und jetzt ist heute ja auch wieder die Grenze, die nicht wahr? Habt ihr denn neue Langschiffe gebaut oder gehst du mit Flugzeug rüber? Wirklich, das war eine Schwierigkeit, was wir letztens gehabt haben. Die Corona-Situation hat Ja. alle Sachen so verschlechtert gemacht, ne? Aber Corona ich nicht mache gut. wieder. Ja, das stimmt. Also die Corona, die Vakzinen, die Sachen, die politische Sachen, ne? Das gefällt uns gar nichts. Aber wir haben so eine Lösung gefunden bezüglich, ne? Also jede 6 Monaten fahre ich nach Manchester, ne? Dort, wo meine Familie steht. Also ich versuche einen Teil von meiner Arbeit aus dort zu machen, ne? Und Ja. dann komme ich wieder. Bitte. Ich finde das gut, dass die Völker zusammenkommen. Okay. Shalom. Sagst du Shalom. nochmal mit mir Shalom?
Shalom. Sehr gut, sehr gut. Wir müssen den Frieden aufrechterhalten. Ja, auf jeden Fall. Also, ich hab ein bisschen im Google recherchiert, die Shalom, die auf Englisch übersetzt ist, also bedeutet Peace, ne? Ja, ja, Frieden, Friede sei mit dir. Okay. Und dann können Sie noch, und wenn jemand Sie sagt, zum Beispiel, ich mache morgen eine Heiratung, oder ich gehe morgen auf Großwildjagd, dann können Sie sagen, Mazel Tov, das heißt so viel wie viel Glück. Viel Glück, verstehe, verstehe. Das ist sehr, sehr gut. Und wenn jemand sagt, ich habe mit deiner Tochter geschlafen, dann musst du sagen, oi weh. Aber okay, das passiert dann hoffentlich nicht ganz so oft. Okay. Und wenn nur, wenn sie das auch möchte, weil ansonsten müssen wir sie natürlich rächen, als ehrenvolle Wikinger. Oder nicht? Das, also, ich zweifle, ob ich Ihnen die richtige Antwort geben kann. Also, was war die konkrete Frage bezüglich? Ja, ob du deine Tochter rächen würdest? Wie soll ich das verstehen? Ja, dass du, wenn sie genommen wird von einem kasachischen Maulesel, ob du ihre Ehre verteidigen würdest. Okay. Und was noch? Ja, das ist meine Frage. Würdest du deine Tochter verteidigen gegen einen kasachischen Maulesel? Oder würdest du sie lassen? Also sie meinen, wenn überhaupt meinen Tochter ja heiratet wird mit ja einer anderen Religion, ne? Ob ich akzeptieren würde oder nichts. Ja, das auch. Aber sie müssen sie verteidigen. Verteidigen? Was ist verteidigen? Defend in Englisch. Verstehst du? Okay, aber was soll ich verteidigen? Das Ehre von den Tochter. Das Ehre von den Torten? Ja, von der Torte. Die Ehre der Torte muss verteidigt werden. Die Ehre der Torte, das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Mach dir nichts draus. Oi weh. Mir wird hier gerade eine männliche Ziege für einen Tauschwert von 20 angeboten, aber die weiblichen Ziegen kosten 30. Kannst du dir das vorstellen? Jawohl, das kann ich vorstellen. Aber warum kostet eine weibliche Ziege mehr als eine männliche Ziege? Keine Ahnung. Das ist sehr komisch. Vielleicht, die hat teure Kosten gehabt, ne? Also nur eine theoretische Antwort, ne? Ja, aber ja. Keine. Das ist nicht gut. Was machen Sie beruflich, wenn ich einfach fragen darf? Ja, fragen dürfen Sie natürlich immer alles. Ich bin ein offener Mensch und werde Ihnen wahrscheinlich sogar antworten. Ich bin okay. Großwildjäger. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr ja, sind Sie schon mal jagen gewesen? Jagen? Ja. Kurzen Augenblick, ich brauche dieses Wort. Hunting? Hunting? Ja, dadurch, also war ich, ne? Ja, was Sie gejagen? Außer Frauen? Nein, ich bin verheiratet, wie gesagt, ne? Also jagen, wir haben einen sehr schönes Wort hier in unserem Büro tätowiert, ne? Sagen wir so, weil wir als Geschäftsmänner. Sie haben sich tätowiert? Tätowiert meinen wir in unserer Mauer groß geschrieben, ne? Und in meinen Kopf auch tätowiert gelassen. Sie haben das sich heißt, den Kopf tätowieren lassen? Oi weh! Nein, also tätowiert meine ich, in meinem Kopf habe ich dieses Wort, ne? Also ist das ein Geisteskrankheit? Nein, schauen Sie, wir sind ein Finanzinstitut, ne? Und wir haben einen Satz, den nutzen wir immer und ewig hier, die lautet, wir sind alle Jäger, ne? Und wenn wir überhaupt draußen gehen, bezüglich
neue Kunden zu finden oder neue Jagen zu jagen, ne? Dann wir sind so wie ganz genau der Hund, ne? Wo wir essen die Knochen und wir lassen das Fleisch für sie, für die Kunden in diesem Fall, ne? Ah, warum sollte man das machen? Es denkt doch jeder an sich selber. Kannst du mir doch nicht sagen, das gehst du für umsonst arbeiten. Aber bist du ein Wolf? Kannst du knurren wie ein Wolf? Hoffen wir. Ich hoffe, dass ich ein Wolf bin, ne? Also ich mache, wie gesagt, diesen Job seit halb und 9 Jahren, ne? Und mein Performance lauten zwischen 20 bis 35% statistisch belegt, in die letzten 3 Jahren Profite im Monat zu generieren. Das ist sehr wenn gut. Wenn das einen Wolf bedeutet, dann... Aber warum gehst du überhaupt noch arbeiten, wenn das so einfach ist, Geld zu verdienen, sag mir? Einfacher ist gar nichts. Und dieses Geld, was ich überhaupt in einem Monat profitieren kann, das ist nicht nur einen Monat Zeit, was mir gekostet hat, weil das hat mir über 10 Jahre gekostet. Das bedeutet, ich habe sehr hart gestudiert. Sieghart? Ich habe sehr hart gearbeitet. Bitte? Sieghart? Ich dachte, den hätten wir außer Landes geschafft. Der Mossad Nein, hätte sich darum sehr, kümmern sollen. Sehr hart. Oh, sehr stark. Einen kleinen sehr Moment. Stark. Da ist ein Mammut bei meiner Siedlung und das muss ich mich kurz kümmern. Meinst du, 13 Jäger reichen für einen Mammut? Nein. Nicht? Ich werde probieren, weil die anderen sind gerade dabei, hier die Mauer zu bauen. Es hat funktioniert. Ach, da ist ein wildes Pferd auch. Wir nehmen auch. Und ich werde nicht die Knochen essen, ich werde das Fleisch essen. Auf jeden Fall, die Knochen lassen sie sich für mich. Nein, aus den Knochen machen wir neue Waffen. Okay. Shalom. Okay. So, ist überhaupt Ihr Rechner jetzt eingeschaltet? Ah, mein Rechner ist so eingeschaltet, dass er schon wieder rausgegangen ist. Okay, dann bitte aktualisieren Sie kurz den Rechner, ne? Also Windows Update? Machen Sie das. Nein. Schalten Sie Ihren Rechner einfach, sobald das fertig ist, dann bitte geben Sie mir die 9-stellige Zahlen über die Anydesk. Meine Telefonnummer? Nein, die Anydesk. Sie haben mir mitgeteilt, dass Sie nutzen einen Anydesk Remote Desktop. Ja, Anydesk. Gott schütze genau. Den Entwickler von Anydesk, Mazel Tov. Er hat mir schon so viel Freude und Geld bereitet. Ja, so ich mache jetzt an Anydesk und hier kann sich auch jemand unter mein Desk sitzen. Genau. So, können Sie schreiben? Bitte. 984. 984? Ja, 646. 646. 966. 966. Ich sende jetzt die Anfrage, bitte annehmen oder akzeptieren, sobald das bei Ihnen gekommen ist. Ja, nennen Sie mir aus Sicherheitsgründen bitte den Benutzernamen, mit dem Sie arbeiten. Bitte? Nennen Sie mir aus Sicherheitsgründen bitte den Benutzernamen, mit dem Sie arbeiten. Also, ich... Anydesk-Name, bitte. Solltet... kurzen Augenblick. Wie ist das überhaupt notiert? Nur kurzen Augenblick. Also meinen Anydesk-Name lautet 770192409. Sehr gut. Dann kann ich das annehmen. Danke. Perfekt. So, ich bin jetzt in Ihrem Rechner gekommen. Wenn Sie mir überhaupt... Sie sind in meinem Rechner gekommen? Ich habe den gerade erst sauber gemacht. Okay. So, lassen Sie mich bitte kurz den Zugriff. Ich minimiere diese Sachen, damit wir weiter vorne kommen. Ja. Okay. So, perfekt. Gehen wir jetzt wieder kurz bei Google. Mögen Sie meine Hühnerbilder? Mhm. Was machen Sie bei meines Computers? Also, wir gehen jetzt erstmal bei die Webseite. Damit wir das Konto fertigen können. Fertigen?
auch machen können. Ja. Okay. Kurzen Augenblick. Ah, oh, guck mal hier, Stromwechselservice. Das muss ich kurz angucken. Ich muss Geld sparen. So viel Werbung immer. Weißt du, wie kann ich das wegmachen? Kurzen Augenblick. Dein Goldankauf. Ist das deine Seite? Nein. Nein. Weil ich würde gerne. Ich würde gerne Gold kaufen. Wie viel Gold hast du bei deiner Hosentasche? Nein, ich handel nichts Gold, ganz ehrlich. Aber lassen wir uns erstmal die andere Sache fertigen. Was kostet der Strom bei dir? Welcher Strom? Wer ist dieses von Frau? Ist sie ein Zigeuner? Hat sie einen Korb mit Zigeunertränen, um mich vor AIDS zu schützen? Jetzt ist das Seite gegangen. Wo ist das Frau gegangen? Das ist der Seite, der gehört uns. Kurzen Augenblick. Ja. Auf Deutsch. Nein. Kurzen Augenblick. So, jetzt sind wir hier. Da steht besorgen. Was kostet halbe Stunde für besorgen bei dir? Halbe Stunde besorgen bei mir? Ja. Das ist für Sie, das ist kostenlos, aber... Das ist für mich das große Los, wenn du es mir eine halbe Stunde lang besorgst. Finde ich klasse. Wir können einen guten Deal machen. Oi weh. Mazel tov, mein also, Bruder. Was Shalom. 50.000 Euro? Ja, nehmen wir 50.000. Dann kannst du es mir richtig besorgen. Ich muss nur diese Werbung hier entfernen. Oh, damit du auch einmal weißt, guck mal, wir trinken zusammen ein Buttermilch, das bin ich. Okay. Guck mal. Weißt du, was ich mache, wenn jemand versucht, bei meiner Wohnung zu kommen? Ich werde ihn schießen. Okay. Ich habe Silberkugeln, falls ist er ein Werwolf. Verstehst du das? Okay. Einmal ist meine behinderte Bruder Bilo, der ist bei seinem Käfig gebrochen und wollte seine Schwester nehmen. Dann haben wir Axt genommen und sind wir bei Wald gegangen. Aber wir konnten ihn nicht fangen, weil ich habe die Gummilippe von der Axt nicht abgenommen und dann hat er die Lippe von meiner Schwester genommen. Verstehst du das? Jawohl. Rabat Shalom. Shalom. Rabatt vor allem, nicht Schabbat, bei uns ist das Rabatt, weil wir wollen Geld sparen. Okay, verstehe. Kurzen Augenblick. Kurzen Augenblick bitte. Mach mir einen guten Preis, nehmen wir 100.000. Mach mir einen guten Deal. Okay. Du bist ein guter Mann, ich kann das hören. Gehst du mit mir zur Synagoge zu beten? Sag mir. Kurzen Augenblick. Nur kurzen Augenblick. Ja, ich habe den ganzen Tag Zeit für einen Mann wie dich. Und solche Summen wird er sich oft gehen. Also ich verwalte ein Portfolio von ungefähr 29 Millionen Euro. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, ne? Mit einem gesamtes Kontonummer 112. 112? Also geben Sie die Mailadresse? Ja, kannst du die da nehmen. Almboy Sexy Ship. Wir haben so einen Club in der Schweiz, da können Menschen hinkommen, die Ziegen sehr lieb haben. Schafe, Entschuldigung. Können wir mal dieses Werbung hier wegmachen? Das irritiert meine Gefühle. Okay, kurzen Augenblick, weil das ist weggegangen wegen der Sprache. Ich habe ganz vergessen, wie ist dein Name, mein Freund, sag mir. Roland Dutti. Dutti, ist das Italienisch? Richtig. Ah, sehr gut, sehr gut.
Aber bist du jetzt in Dänemark, nicht mehr in Italien? Haben dich die Wikinger entführt nach Dänemark? Normal wieder, das habe ich nicht richtig Haben gekriegt. dich die Also die ersten Wikinger Wiedergeburt. genommen bei Italien und nach Dänemark bringen oder bist du freiwillig gegangen als Botschafter? Nee, freiwillig, Bist du freiwillig. freiwillig Bitte gegangen? gehen. Jawohl, bitte gehen Sie kurz bei die Mailadresse, haben Sie eine vierstellige Zahl erhalten bei die Ja, Mailadresse. bei Das welches? geben Sie bitte hier. Bei die Mailadresse, was Sie benutzt haben, bezüglich allenboyssexyship@gmail.com. Allboy Sexy Ship. Ja, muss ich gucken. Warum ist da ein polnisches Nummer? Ich habe nicht bei Poland wohnen. Nein, 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 das ist nicht, das wählen wir, sobald das fertig ist. Bitte gehen Sie erstmal bei die Mailadresse, Sie haben, also kurzen Augenblick. Ich glaube, wir Kurzen müssen ein Augenblick. anderes. Das ist das E-Mail-Adresse von meines Computer bei Arbeit. Wir müssen ein anderes E-Mail-Adresse nehmen. Können wir machen? Nur kurzen Augenblick, bitte. Sollen wir eine andere E-Mail-Adresse nutzen, oder Ja, was? wir müssen eine andere E-Mail-Adresse benutzen, sonst kommen wir nicht rein. Okay, dann kurzen Augenblick. Diese hier. Nein. Darf ich schreiben? Okay, dann bitte schreiben Sie. Das ist gut. Und was ist das hier? Ist dieses Buchstabengewirr? Der Golden Stern 1971@gmail.com. Ja, dein Goldstern, your golden star. Okay. Haben Sie überhaupt Zugriff an diese E-Mail-Adresse? Ja, natürlich. Okay. Ich habe sehr guten Zugriff. Sogar auf zwei. Muss ich das gucken, ja? Bitte gehen Sie bei die E-Mail-Adresse, Sie haben einen Code erhalten. Ja, muss ich bei Telefon machen. Einen Moment. Da ist es. Okay, also füllen Sie bitte die persönlichen Daten, Vorname, Ja. Nachname. Aber ich wohne nicht in Poland. Nur kurz einen Augenblick, weil ich sehe hier was. Sie haben hier 1 Million Euro gedrückt. Haben Sie vielleicht das falsch gedrückt, oder? Sie haben geschrieben, ich habe nicht gemacht. Okay, dann kurzen Augenblick, weil wir haben einen Null mehr geschrieben. Ist gar nicht wahr, jetzt steht da wieder 10.000. Kannst du nicht 10.000 von einer Million unterscheiden, oder was? Ja, deswegen. Hast du schon getrunken heute? Ich weiß, es ist Montag, aber bei der Arbeit solltest du koscher bleiben. Versuchen wir erstmal mit kurzen Augenblick. Versuchen wir bitte kurz mit Oiwei. 10, damit wir einfach den Limit überprüfen können. So, jetzt geben Sie nochmal den Passwort, was Sie erhalten haben. Ich wohne nicht in Gambia. Was machst du da? In Germany, okay. So. Und jetzt? Kurzen Augenblick. Oi weh. Nur kurzen.
So, kurzen Augenblick bitte. So, Telefonnummer haben Sie überprüft? Das ja, ja, richtig? Natürlich. Hat im exakt Schweiß. Okay. Ach, kurzen Augenblick. Und du hast die Null genommen. Ohne die Null funktioniert nicht das Nummer. Ja, das akzeptiert das System selber. Kurzen Augenblick. Shalom. So. Wählen Sie bitte noch die Geburtsdatum, Jahr, Monat und Tag. So. Kurzen Augenblick, bei der Telefonnummer, bitte checken Sie, ob überhaupt das richtig, also füllen Sie selber bitte diese richtige Telefonnummer. Das ist Festnetznummer, wenn das klappt nicht mit dem großen, dicken Handy. Okay, perfekt. Die Straße und Nummerhaus? Ja, Otterberg. Okay. Oh, okay. Bei Religion muss ich Jude reinschreiben. Okay. Aber warum fragen Sie, welches Religion ein Mensch hat? Nee, das ist als Möglichkeit, um zu wählen, deswegen. Also ich könnte mich hier ein neues Religion aussuchen? Will ich nicht. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Bei die Mailadresse haben Sie ein neues Bestätigungsnummer erhalten. Schon wieder eine neue Nummer schieben? Ja, weil wir haben einmal zurückgekommen, um die Limits zu überprüfen. Sie sind schon wieder gekommen? Die Arbeit scheint Sie ja sehr zu aufzuregen. Warum erzählt da eine Frau im Hintergrund, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht hat? Haben Sie sie genommen gegen Ihren Willen? Nein. So, jetzt wählen Sie die Visa oder Mastercard, was Sie schon haben. Nein, ich habe American Express. Okay. Das ist ein Mastercard oder Maestro? Nein, American Express. Lang lebe Amerika. Kurzen Augenblick. Kurzen Augenblick bitte. Wir checken kurz mit Mastercard, weil muss überhaupt klappen. Kennst du nicht? Du arbeitest nur seit 9 Jahren im Finanzmarkt. Weißt du nicht, was ist American Express? Das ist ziemlich traurig, oder? Ich weiß, dass American Express über die amerikanischen Kunden ist, deswegen. Aber wir haben immer mit Kredit und Mastercard, nicht mit American Express. Ich habe auch Kartennummer von Israel. Kannst du nehmen? Okay, bitte wählen Sie es überhaupt. Ja, aber ist kein Mastercard. Das ist von Bank of Mossad. Ich arbeite bei Mossad. Okay, also geben Sie erstmal dieses Kartennummer hier. Und wenn das überhaupt nicht geklappt hat, dann machen wir eine ganz normale Überweisung, ne? Da ist er. Das ist von der Hans-Maulwurf-Bank für sinnlose Studien, meine Kundennummer. Hast du das verstanden? Kurzen Augenblick, weil ich glaube, dass diese Karte nichts akzeptiert wird von dem System. Ah, ist Karte aus Israel, aus dem Herz der Welt. Das ist aus Israel, ne? Ja. Kennst du Mossad?
Ja, das kenne ich schon. Ja, was ist Mossad? Du kennst nicht Mossad, Kurz einen oder? Augenblick, weil. Nur kurz einen Augenblick, weil. Wenn wir American Express haben, dann sollen wir auf jeden Fall weiter bei dem Binance machen. Das ist der Grund. Ich habe kurz mit dem Finanzabteilung also besprochen und wir sollen auf jeden Fall auf Binance weitermachen. Was ist Haben das? Sie überhaupt ein Konto? Binance? Das ist die allergrößte Crypto Exchange weltweit. Kurzen Augenblick. Was machst du bei meinem Computer? Nein, 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 ich habe gar nichts gemacht. Kurzen Augenblick. Sie haben was gedrückt, bestimmt. Kein Problem. Was tust du da? Bitte drücken Sie gar nichts, ne? Nein, ich drücke überhaupt nichts. Sie haben was gedrückt. Lassen Sie bitte die Tastatur legen. Ich soll die Tastatur leben lassen? Ich wollte sie nicht umbringen, die hat viel Geld gekostet. Was ist das für eine Seite? Das ist der Binance, einen Crypto Exchange. Sag mir, was ist Mossad, weißt du nicht? Du weichst meine Fragen aus, wie ein Eichhörnchen im Winter. Nein, das kenne ich nicht. Ich zeige dir, aber erstmal machst du deine Masche fertig. Okay, danke. Also geben Sie die Mailadresse nochmal hier ein. Ja. Ich will für Sie eingeben. Ich gebe das für Sie. Kurzen Augenblick. Ich habe es schon gegeben. Okay, perfekt. Nur kurzen Augenblick. Aber ich habe kein Passwort. Kurzen Augenblick bitte. So. Wählen Sie ein Passwort nach Ihrer Wünsche. Zahlen und Buchstaben zusammengeschrieben nach Ihrer Wünsche. Ich muss hier einmal kurz umstellen. Warte mal kurz. Da habe ich tatsächlich das L vergessen. Hast du zwei Punkte geschrieben? Ja, habe ich gesehen. Perfekt. Oi, wei. Kennst du diese Schrift? Welche? Vergiss es. Ah, was ist das? Okay, kurzen Augenblick. Ah, gib mir die Katze. Magst du Katzen? So, Sie haben jetzt eine Bestätigung von der Mailadresse erhalten, bitte. Ist das so? Ich glaube, das ist gar kein Hebräisch, was ich mir da ausgesucht habe. Ich glaube, das ist Griechisch irgendwas. Oh weh. Aber jetzt erhalten Sie eine Kombination per Mail, da sollen Sie einfach überprüfen lassen. Ganz genau. Ich verstehe aber fast nicht, was bei Ihnen gekommen ist. Deswegen wäre lieber, wenn wir die Sprache auf Englisch oder auf Deutsch. Ja, das können wir machen. Ist kein Problem. Danke.
sinnvoll ist das überhaupt? Welcher von diesen eigentlich? Ja, daran scheitert es dann. Weil ich... Okay, kurzen Augenblick. Ah, trägt er einen Kippa? Hier ist der auch Jude. Hier unten. Ist das der Rabbi? Wo? Hier. Ist das der Rabbiner? Wirklich, ich verstehe fast nicht, was dort geschrieben ist, weil die Sprache bei mir ist unbekannt. Sind Sie unbekannt bei dieser Sprache? Jawohl. Oi wei. Tut mir sehr leid, diese Sprache kenne ich nicht. So, wenn Sie das einfach auf Englisch oder auf Deutsch umstellen werden, dann... Ja, das dürfen Sie machen. Ich erlaube. Wo darf ich das überhaupt machen? Weil ich verstehe nicht, wo das Sprache geschrieben ist. Ja, ja, das ist Gotisch, Altgotisch. Kurzen Augenblick. Deutsch. Guck mal, war doch auf Hebräisch. Haha, hab ich mich doch nicht vertan. Guck mal, hier schreibst du hier rein, musst du da klicken. Danke. Und jetzt kannst du hier reinschreiben. Deutsch. Jawohl. Ja, ist doch Deutsch. Deutscher wird's nicht. Das ist jetzt auf Deutsch. Das ist jetzt auf Deutsch. Ja, Deutscher wird's nicht. Wenn es Deutscher werden soll, dann muss ich dir meinen Kumpel ranholen. Was haben wir überhaupt gemacht? Bitte, damit ich einfach folgen kann, ne? Also. Ja, manche führen, manche folgen. Auf Englisch oder auf Deutsch? Und du wirst mir folgen in das Haus des Todes. Nein, ich möchte Sie folgen, damit Sie das Ganze richtig machen, weil so, ich verstehe nicht die Sprache. Deswegen. Warum nicht? Bist du nicht zur Schule gegangen? Ich war bei der Schule, aber ich habe... Ja, von draußen gucken zählt nicht. Hast du bei Schule geschossen? Hast du die ganzen Kinder umgebracht? Ich. Oi weh! Warum machst du sowas? Machen wir bitte auf. Wo haben wir Englisch überhaupt? Ach, Gottes Willen. Bitte. Bist du eher passiv-neutral oder eher aggressiv-passiv? Guck mal, hier steht doch Deutschland. Nee, aber die Sprache ist nicht geändert. Das ja, da kann ich doch nichts dafür. Ich habe diese Seite nicht gemacht. Machen Sie bitte auf Englisch oder auf Deutsch. Ja, guck mal, hier ist US-Dollar. Wir müssen danach einstellen, damit ist richtig. Auf israelische Shekel. Jetzt ist okay. Richtig. So. Okay, sehr gut. So, gehen Sie jetzt bitte dort, wo geschrieben ist, kaufen Sie Bitcoins. Also buy Bitcoin. Ja. Habe ich gemacht, hier für 200.000 kriege ich 100 Bitcoin. Nicht für 200.000. Das ist das der maximal, Sie können 100 Bitcoins Transaction durchführen. Aber wählen Sie bitte die Sprache, damit ich einfach richtig kommen kann. Und dann versuche ich Ihnen das Ganze zu... Romanisch schreiben. Bitte weinen Sie nicht, ja? Okay. Guck mal, wir machen einfach neu, wenn du das nicht schaffst, ja? Danke. Guck mal, wer ist diese Frau? Keine Ahnung. Warum nicht? Die ist bei deiner Internetseite. Nein, das ist ihre Seite. Das ist nicht bei meiner Seite. Nein, ich habe keine Internetseite. Kurzen Augenblick. Wir gehen nochmal beim Binance.
Nur kurz einen Augenblick. Kannst du für mich sagen Mazel Tov? Was ist das? Mazel Tov heißt viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Mazel Tov. So. Du sagst nicht mit mir. So, bei Krypto. Okay, hier sollen wir erstens verifiziert lassen. Als allererstes müssen wir jetzt unbedingt gucken, dass das Hühnerfutter für den Winter reicht, ja? So, jetzt verifizieren wir alle Schritte hier. Nur kurz einen Augenblick. So, was ist... Möchtest du ein Schaf kaufen? Was zu kaufen? Ein Schaf, Sheep. Das kenne ich nicht als Wort. Schaf. Sheep. Ein Schaf. Ja. Ach so. Nein, das gefällt mir nichts. Aber Sie haben noch nicht gesehen, Bild von dem Hinterteil von dem Schaf ist sehr attraktiv. Vielleicht. Ja, ist sehr okay. Gut. Aber. So, fühlen Sie noch mal wieder die Vornamen und Familiennamen? Natürlich. Brauchst du auch andere Mittelnamen oder reichen drei Stück? Ist gut so? Das ist Ihr Geburtsdatum, oder? Was sagst du? Das ist richtig als Geburtsdatum, oder? Ja, natürlich. Kurz einen Augenblick, weil das ist weggegangen. Nochmal bitte. So. Nein, die Geburtsdatum, Ihr Geburtsdatum. Von Ihnen? Wann haben Sie Geburtstag? Ich persönlich. Februar. Im Februar. Dann nehmen wir ein Geburtsdatum im Februar. Nein, aber Sie sollen das richtig eingeben. Wann sind Sie überhaupt geboren? Ja, 1. Januar 71. Erst einen kurzen Augenblick. Oi wei. Das dauert ja 10 Jahre. Nein. Was haben Sie gemacht? Ich mache gar nichts, ich trinke Kaffee. Oi wei. Was hast du gemacht? Nein, ich habe gar nichts gemacht. Das haben Sie überhaupt gemacht. Nein, ich zeige dir, was ich mache. Kennst du Mossad? Das kenne ich. Ja, das kenne ich. Ich arbeite für Mossad. Sehr gut. Du hast den Sohn von dem israelischen Botschafter in Berlin viel Geld weggenommen. Wir wollen das Geld wieder haben. Okay. Verstehst du das? Ja, das kann ich überhaupt verstehen. Ja, gibst du das Geld wieder oder sollen wir holen kommen? Nein, aber wie gesagt... Du verstehst du, was ich gesagt habe? Wiederholen Sie nochmal wieder. You took money from the Israeli ambassador's son. You scammed him. We want the money back or we are coming to get your asses ripped off. Aber ich habe gar keinen Sohn überhaupt gekriegt oder genommen. Nein, von israelischer Bord. Israeli ambassador to Germany. His son, you took the money. You promised him high profit, he lost all his money. You did not give back, we want his money back, or we are coming to kill you.
You don't have why to kill me because I am Mossad. I've stole money from no one. You are Mossad and feel much respect for you. But I have nothing to do with this. Oh, your company took money off Ambassador's son. We want the money back. As simple as that, yes. But I didn't took any money. Ah, you work with the company. Give me your manager. Give me the boss. We need the money back of Ambassador's son. Okay, wait just a second, please. Los, beeil dich. Hallo? Shalom! Hallo, wer spricht? Eine Frage. Ja, Roland Dutti ist wieder am Apparat. Ja. Wir überhaupt Geld investieren? Wir wollen das Geld wieder, was Sie dem Sohn von israelischen Botschafter gestohlen haben. Verstehst du das? Habt ihr das gesehen? 100.000 wollte der haben. Dann hat er bei Wallet hat er seine Bitcoin-Wallet-Adresse eingegeben. Das heißt, in dem Moment, wo ich da auf Absenden gedrückt hätte, die Kohle wäre unwiderruflich weg gewesen. Und zwar bei denen auf der Bitcoin-Wallet, also dem virtuellen Geldbeutel, für die sich da nicht so auskennen. Das wäre dann nicht mein Kundenkonto auf dieser Seite gewesen, sondern bei denen ins Firmen oder ins Persönliche, je nachdem, wer das da organisiert hat, da wären 100.000 Euro wert gewesen. Aber Mossad hat geholfen. Mossad immer gerne helfen.